Willkommen zurück zur. Welche Folge haben wir eigentlich? Ich glaube, ich 35. Folge Civilization 3. Das Let's Play vom Mitgezwitschert. Wir laden unseren letzten Spielstand. Ich weiß gar nicht mehr, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon moderne Panzer im Jahr 1800. Okay. Und die Runde ist quasi zu Ende, weil ich hatte ja das mir so geplant, dass dieser Helikopter quasi so mein Rundenabschluss ist. Den werde ich also nicht festsetzen. Ich könnte mir jetzt überlegen, wo ich mit dem hinfliege. Den könnte ich jetzt einfach mal hier nach Potsdam verlegen. Ja, und ich habe fleißig gebaut. Fabriken zum Beispiel. Aber auch Recycling Center und dergleichen, um die Verschmutzung, die ja hier wirklich ziemlich krass ist, irgendwie dieser Verschmutzung irgendwie Einhalt zu gebieten. Hydroplant. Da kann ich jetzt auch die Offshore-Plattform bauen. Die sorgt dafür, dass hier auf den Meeresfeldern eben noch ein Schild zusätzlich produziert wird. Ich wundere mich ein bisschen, warum überhaupt das Kohlekraftwerk noch angezeigt wird, wenn man die Möglichkeit hat, ein Solarkraftwerk oder ein Hydrokraftwerk zu bauen, also ein Wasserkraftwerk, weil das ja nur Nachteile bringt. Also das produziert halt Verschmutzung und die Effekte, von den Effekten her, haben die alle die gleiche Funktion. Also die erhöhen die Schildproduktion nochmal um 50%. So, jetzt haben wir hier ein paar Städte mit Disorder. Ich glaube, es sind vier an der Zahl. No, Hannover noch und dann noch zwei englische Städte. Doch da, genau. Und noch Canterbury. Righty right. Ja, hier kann ich natürlich auch direkt mich damit beteiligen, die Pollution zu reinigen. Landfläche maximal ausgenutzt. Gut, die Runde ist zu Ende. Und da wir keinen Krieg mehr haben.
You de would destroy us. Okay. Ja, ich meine, die Römer sind anscheinend irgendwie sauer auf uns. Wir wissen nicht warum. Aber das ist ja auch ihr Problem und nicht unser Problem. Frankfurt schrumpft immer weiter, weil die ganzen Felder verschmutzt sind um Frankfurt herum. München hat trotzdem alles gebaut. Ja, das City-Programm soll ja in Berlin gebaut werden. Ich werde mal einen Siedler bauen. Auch schon wieder vier Städte, wo Disorder herrscht. Okay. Nummer eins. Nummer zwei. Dummerweise habe ich überhaupt keinen Plan mehr davon, welchen Namen diese Städte trugen. Von daher kann ich jetzt nur suchen, wo die restlichen zwei Städte sind, die jetzt noch fehlen. Schau an, bei Ipswich gibt es auch noch mal eine Ölquelle. So. Fehlt nur eine Stadt. Genau, Portsmouth. Okay. Ja, und hier, unsere Inseln sind jetzt hier auch schon kulturell miteinander verbunden, quasi. Durch das Wachstum. Und hier ist eine Mech-Infanterie fertig und wir haben gerade wahnsinnig viel Arbeit da vor Ort. Muss ich erstmal suchen, wo sich hier meine. Genau, da sind meine Verteidigungseinheiten. Die werde ich hier in den Westen schicken, um einfach auch diese Kavallerien freizumachen. Sodass die wiederum auch in die neue Welt geschickt werden können. Und meine Mech-Infanterien und derartiges werden jetzt hier weitergebaut werden. Ah, da ist auch eine Mech-Infanterie fertig. Ich guck noch mal, ob hier sonst alles fertig gebaut ist. Ja, ist es. Dann mach doch bitte weiter damit. Und die Runde ist zu Ende. Ja, wir sehen, alles ist im Flow. Alles funktioniert einigermaßen. Im Grunde kann ich jetzt wirklich mal die Demokratie angehen als Staatsform. Damit werde ich zwar insofern eingeschränkt, dass ich dann diese War Weariness habe, also die Kriegsmüdigkeit, sofern die Römer mir irgendwann doch noch irgendwie den Krieg erklären wollen würden, weil sie sind ja schon ein bisschen scharf darauf offenbar, was ich halt extrem uncool finde von den Römern.
Und ich schätze mal, die sind auch mit den Amerikanern im Bund. Sodass ich die dann auch gleich an der Backe habe. Und noch habe ich nicht so viel Kavallerie in der neuen Welt. Das Research Lab ist fertig. Und hier ist relativ viel Verteidigung vorhanden. Aber im Grunde noch nicht ausreichend. Ja, gut, dann geht's hier weiter mit einer Fabrik. Die neue Stadt Würzburg, die jetzt auch schon angebunden ist per Straße, wo auch fleißig Arbeiter drumherum wuseln. Hat eine Bibliothek fertiggestellt. Noch kein Courthouse. Mal gleich mal ändern, obwohl sie relativ dicht an unserer Hauptstadt ist. Von daher wird es jetzt nicht so das Riesenproblem sein. Okay. Und ich wollte nochmal nach Berlin gucken, wie es denn aussieht. 8 Citizens. Ey, das ist aber viel. So viel möchte ich nicht opfern. Da lasse ich lieber noch ein paar Runden umgehen. Ja, wie es aussieht mit Demokratie als Staatsform. Ich mache das jetzt. Yes. Okay, jetzt müssen wir erstmal ein paar Runden überstehen. Und vor allem müssen wir in jeder einzelnen Stadt jetzt einmal klicken, um die Zustände hier in der fälschlicherweise Anarchie getauften staatlichen Übergangsform, die eigentlich Anomie heißen müsste, mal einigermaßen zu sichern, so dass hier nicht in jeder Stadt sofort ein Krieg ausbricht. Okay. Ja, das Hurrying wird dann auch nicht mehr gehen in der Demokratie. Das ist ein bisschen schade, weil man einfach keine Menschen mehr opfern kann. Vielleicht hätte ich auch noch warten sollen, bis die hier soweit sind. Allerdings wird in der Demokratie auch die Korruption gesenkt und die Produktion gesteigert im Gegenzug oder im gleichen Zug. Und auch die Nahrungsmittelproduktion wird, glaube ich, auch noch gesteigert. Ja, von daher habe ich da durchaus Vorteile. Aber jetzt müssen wir erstmal ein paar Runden klarkommen in dieser geschwächten Übergangsphase. Ja, das ist jetzt ein bisschen öde, hier jede einzelne Stadt anzuklicken. Es wäre natürlich schön, wenn man das auch automatisieren könnte, dass automatisch die Städte nach dem besten, nach der besten Verteilung eingestellt werden durch den Computer. Leider lässt sich das meines Wissens zumindest nicht automatisieren. Also muss es so gehen.
Dumm, die dumm. Da fehlen echt noch. Ja. Bin ich jetzt vielleicht bei der Hälfte der Städte. Auch schön ist dann in der Demokratie, dass die Arbeiter schneller arbeiten. Die haben dann anderthalb mal so viel Leistung, Arbeitsleistung. Und dadurch werden auch die Verschmutzungen zum Beispiel schneller entfernt, die ja hier immer wieder auftreten. Und Schienen werden schneller gebaut. Und das ist eine ganz gute Sache. Also ich hoffe mal, die Staatsform bringt mir mehr Vorteile als Nachteile. Das sollte eigentlich auch so sein. Vielleicht habe ich sie jetzt doch noch ein bisschen früh gewählt, die Revolution. Da ja noch nicht alle neuen Städte in der neuen Welt mit der Grundausstattung Bibliothek und Courthouse ausgestattet sind, die ich eigentlich überall gerne habe. Aber jetzt lässt sich das nicht mehr zurückdrehen, jetzt ziehen wir das durch. Städte sind hier alle schon sehr, sehr groß gewachsen. Das, obwohl sie noch nicht so alt sind. Auch Heidenheim. Gera. Templin logischerweise noch nicht. Templin wächst nicht mal. Aber da ist ja auch noch keine städtische Verbesserung da. Wenn da vielleicht ein paar Bewässerungsanlagen gebaut sind, dann sieht es vielleicht schon besser aus. Ich habe bestimmt noch so einige Städte vergessen. Wenn ich jetzt hier fertig bin, jetzt bin ich, denke ich mal, so bei drei Viertel. Da hingegen war ich schon. Ja. Ab ins Kernland. Einfach meine größten Städte sind die am besten ausgebauten, weil sie einfach wenig Korruption haben. Natürlich auch die Städte mit den Weltwundern, die sie ja auch sind. Jetzt kann ja die Starvation quasi noch schneller zuschlagen. Okay, ja, gut. Ich habe garantiert Einheiten vergessen. Aber das werden wir gleich sehen, wenn die Unruhen fangen in den Städten. Da oben sieht es auch alles ganz gut aus. Da sind die Arbeiter sofort dran, wenn irgendwie gereinigt werden muss. Aber irgendwie sind sie im südlichen Teil nicht dran. Schöne Reichweite. Sehr schöne Reichweite. Gut, kann jetzt hier festgesetzt werden.
Runde ist zu Ende. Norwich habe ich vergessen. Okay, das ist die einzige Stadt. Das ist nicht viel, da war ich sehr aufmerksam. Hier kann ich jetzt noch die Einheiten draufladen, die übrig geblieben sind. Lustigerweise auch ein Katapult. Das nehme ich auch mit. Auch ein bisschen schlecht organisiert, dass die ganzen Arbeiterhorden gemeinsam bestimmte Ziele ansteuern und dann einer dort verbleibt, um die Pollution zu reinigen. Gelsenkirchen, Düsseldorf. Gut, die Städte sind gerade gewachsen. Und Gelsenkirchen ist in der neuen Welt. Die Runde ist vorbei. Ja, da die Runden ja jetzt so schnell vorbeigehen, da ich ja relativ wenig manuell mache, hoffe ich natürlich, dass ich auch recht schnell die neue Staatsform wählen kann. Kann ich auch mal mitzählen, das wäre jetzt die dritte Runde, glaube ich, nachdem ich draufgeklickt habe. So, und hier wollte ich noch eine Stadt gründen. Was gar nicht mal so ungefährlich ist. Ich schicke dann noch diesen Warrior hin. Da sich hier anscheinend in der Mitte irgendwie so ein Barbarennest zu befinden scheint. Ist auch noch die Frage, wie nenne ich diese Stadt nun wieder? Ich könnte natürlich hier dann auch noch eine Stadt hinbauen. Mitten in die Wüste. Also die hat ja wirklich nicht mal Berge. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie eine ganz kleine Ecke von dem, ja, diesem fruchtbaren Land ab. Schwerin mal nicht am Wasser. Schrumpft überall die Bevölkerung. Okay, Köln und Bochum und dann noch eine von den englischen Städten, ich glaube Portsmouth. Right. Ja, wenn die Eisenbahnstrecken erst einmal fertig sind, ist jetzt schon die fünfte Runde. Wenn die Eisenbahnstrecken erst einmal fertig sind, dann kommen die Arbeiter im Grunde auch innerhalb eines Zuges an jede beliebige andere Stelle.
Es waren wieder zwei englische Städte, glaube ich. Absolut korrekt. Und dann ist es auch kein Problem, dass die alle gemeinsam erstmal zu einem Ziel rennen und dadurch quasi ihre Züge verbrauchen. Statt sie sich aufteilen und die Arbeiten nacheinander machen. Unload all. Oh, und dann können die gleich wieder zurück nach Dover fahren. Kavallerien können wiederum auch nach Dover, um Dover zu verteidigen. Warwick, Oxford. Und schon kann ich die Staatsform wählen und jetzt wähle ich Demokratie. Ja, und jetzt kann ich hier nochmals jede einzelne Stadt durchgehen. Dann kann ich hier auch wieder hier anfangen, wo es noch übersichtlich ist. Und wir sehen hier gleich eine gute Menge. Ja, ich weiß nicht, ich sehe jetzt nicht so direkt den Unterschied zum Kommunismus, aber der ist bestimmt da. Das hier sind echt viele Schilde, also. Ja. Und Potsdam sehen wir jetzt gerade, kann noch wachsen. Also kann wieder wachsen. Was ja Potsdam eigentlich nicht mehr konnte. Also muss es irgendwo bei Potsdam jetzt zwei Nahrungsmittel geben oder drei sogar, hier wahrscheinlich, wo es vorher nur zwei gab. Oder einfach einen, wo es vorher gar keinen gab. Ja, irgendwie in dieser Art. In kleinen Städten ändert sich kaum was. In den großen Städten ändert sich relativ viel. Okay. So, jetzt zum anderen Kontinent. Da gibt es wieder noch viel zu klicken. Warwick, das ist die Stadt, wo ich schon war. Mumbles ist wiederum noch klein genug, dass da gar nichts passiert.
Wenn ich jetzt hier eine Stadt vergessen habe, dann sehe ich das nicht, weil hier keine Unruhen ausbrechen werden in den Städten. Aber ich glaube, da schlägt dann auch die KI zu und stellt es besser ein. Ist ja ein netter Versuch, hier die Shields hochzutreiben, aber irgendwie ist hier die Korruption trotzdem noch enorm. Müssen wir hier die russischen Städte fertig machen, abfertigen? Soll es hier eigentlich aus? Da gibt es einfach nicht viele Möglichkeiten. Das kann ich eben hier noch frei machen. Das will du gar nicht, diesen Landstrich haben. Naja, gut, dann nicht. Nein, ich wollte nicht in die Stadt reingucken. Hier war ich offenbar schon in vielen Städten und habe schon geklickt. Oder aber die Städte sind schon so groß, dass sich nur die Arbeiten ändern, die die Menschen ausfüllen. Hier gibt es einen Tax Collector zum Beispiel. Interessant. Ja, und wir haben jetzt eine unglaubliche Menge an Schulden, die wir jede Runde generieren. Über 600. Ist also nochmal extrem gestiegen. Gucken, ob wir das ein bisschen abbauen können, wenn die erste Runde um ist. Oder ob das dann immer noch so extrem hoch ist. Okay, wenige Städte sind noch übrig. Obwohl es so wenig vielleicht gar nicht sind. Bochum war ich schon. Bordeaux. Es gibt aber auch einfach mehr Commerce, was ich jetzt auf den Feldern bekomme. Mit 4, das ist schon krass viel. Denke mal, das wird auch eine der Änderungen sein von der Demokratie. Dass man einfach viel Commerce bekommt, allerdings dann auch besser haushalten muss, was die Einheiten angeht. Weil jede Einheit einfach Geld kostet. Da ich relativ viele Einheiten habe, auch die ich auch einfach brauche, meine allein zur Stadtverteidigung. Auch noch mehr bauen.
ist das natürlich so eine Sache. Gut, hier war ich schon. Hier offenbar noch nicht. Gut, in The Mumbles war ich auf jeden Fall schon, daran erinnere ich mich. City of London. Oxford, das wird Zeit. Aktiviere ich hier noch ein paar Einheiten, so aus Versehen. Gut. Ich bin, denke ich, durch. Jetzt schaue ich mal, die Runde geht um, ob ich jetzt immer noch so viel Schulden mache pro Runde. Wenn die Runde tatsächlich um ist. Auf jeden Fall werden jetzt meine Arbeiter schneller arbeiten. Ich produziere einfach mehr Commerce. Ja, die Runde ist um und ich mache immer noch so viel Schulden. Die Runde ist noch nicht um. Jetzt ist die Runde erst um. Genau, die Gegnereinheiten müssen sich ja erstmal bewegen. Sonst ist die Runde auf jeden Fall noch nicht um. Und ganz im Gegenteil ist mein Verlust jetzt noch gestiegen auf 700 jetzt schon. Mist. Also ich hätte jetzt einmal. Einmal eine Stelle, wo. Na, sag schon. Eine Stelle, wo Civil Disorder war. Ah, und hier in New Amsterdam gibt es jetzt hier schon vier Production. Das ist gar nicht mal so übel. War jetzt das die Disorder? Also ich habe überhaupt keinen Plan, wo das war. Leider. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Bei München musste ich auf jeden Fall noch eine nachfolgende Produktion wählen und ich werde jetzt hier auch mal die Mech-Infanterie wählen. Es scheint mir in der neuen Welt zu sein. Sehe ich aber auch nichts. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Jo, sehe nix. Gut, ist wieder die Frage, wo könnte ich noch siedeln? Ja klar, hier hatte ich ja schon ein bisschen angekündigt, dass es noch eine Möglichkeit wäre, weil überall, wo ich siedle, da gibt es einfach keine Barbaren. Und das wäre dann die Folge dessen. Und auch hier. Wäre auch nicht verkehrt, Herr Weg. Würde ich hier noch an das Gummi drankommen?
Oder hier oben. Na, ich gehe erstmal hier hin. Und die Runde ist vorbei. Irgendwie aber auch nicht, weil meine Arbeiter sich noch bewegen. Jetzt ist die Runde vorbei. Moskau ist das Solarkraftwerk fertig. In Liverpool ist Disorder. In Regensburg ist jetzt alles gebaut. Also werde ich jetzt hier auch die Mech-Infanterie angehen. Genetics ist fertig. Das ist ziemlich cool, weil man jetzt diese zwei kleinen Wunder bauen kann. Und zwar macht dieses kleine Wunder einer unglücklichen, unglücklichen Bürger in jeder Stadt zufrieden. Das ist das, die Krebsheilung, quasi eine Zukunftstechnologie. Und die Longevity, weiß ich gar nicht, wie man das übersetzt. Die sorgt dafür, dass Städte nicht mehr um ein Bevölkerungsmitglied wachsen, sondern direkt um zwei. Also Städte werden einfach schneller größer. Ja, wie sieht's aus? Was wird als nächstes geforscht? Spaceflight. Ja, diese ganzen Geschichten. Die den Raumschiffbau betreffen. Sind alle ganz nett, aber sind eigentlich noch nicht angebracht. Weil ich möchte jetzt noch keine Raumschiffe bauen. Hier weiß ich auch gar nicht so recht, wozu dieser Radarwagen gut ist. Kann bombardieren. Ah ja, ach so, der Radarwagen ist quasi das Upgrade zu Katapulten und sowas. Okay, verstehe. Es wundert mich jetzt hier ein bisschen. Manufacturing Plant. Ah ja, okay. Die erhöht nochmal die. erhöht nochmal die Schilde. Gut. Dann mache ich jetzt diese Strecke hier, dann haben wir wieder was zu tun und machen, sind noch nicht so sehr am Spaceflight. Ja, jetzt kann ich hier schon für andere mitbauen. Ich glaube, in dieser Stadt ist auch jetzt erstmal alles gebaut. Ja, ich könnte jetzt natürlich auch
Queue of Cancer bauen. Queue for Cancer bauen. Das mache ich gleich mal. Dauert ja auch nur 20 Runden. Und diese Infanterie wird hier oben. Ach, man hat gar keine Verteidigungseinheit. Gut, dann kriegt sie jetzt eine. Das soll denn nun auch nicht sein. Du machst hier mal weiter mit der Mech-Infanterie. Und deine verteidigenden Einheiten schicke ich mal hier in die beiden neu gegründeten Städte, Templin und... Na, da kommt, da komme ich nochmal dran, hoffe ich. Die andere Einheit hatte ich doch auch aufgeweckt. Genau, Nürnberg. So, und hier ist noch Disorder. Das muss ich noch wegmachen. Ich glaube, das war auch die einzige Stadt. Und nach Schwerin. Okay, die Römer haben uns jetzt den Krieg erklärt. Das ist interessant. Interessant, wie schlecht. Also wird es wieder spannend. Und die Demokratie ist natürlich irgendwie eine schlechte Staatsform, um Krieg zu führen. Weil die Menschen kriegsmüde werden. So, hier werden jetzt 8 unzufriedene Menschen zufrieden. Was krass ist. Aber hier muss auch noch ganz schön was getan werden. Klar. Wenn man die ganze Zeit Weltwunder baut, dann gehen halt die anderen Sachen nicht voran. Ja, und jetzt ist es natürlich auch sinnvoll, diese Police Station zu bauen, die die War-Weirdness, also die Kriegsmüdigkeit, reduziert. Weil ich ja natürlich keinen Ärger mit meinen Leuten haben möchte. Ist das Research Lab fertig und ich habe mich gerade einmal verklickt. Dummerweise. Sollte ich vielleicht auch gleich überall angehen, die Police Station. Überall dort, wo Gebäude fertig sind, die jetzt erstmal sehr wichtig waren. Ja, die Leute feiern. Das ist eine ganz gute Sache. Spricht auf jeden Fall noch gegen Krieg oder gegen Kriegsmüdigkeit. Und irgendwo habe ich mich verklickt. Wo ist es? Gucken beim Städteberater. München? Nee, das ist in Ordnung. Heidelberg. In Heidelberg war das. Okay, Heidelberg. Wo bist du? Nee, hier war Heidelberg. Genau. Oh. So gut wie fertig hier, das Battleship.
Na, so war der Plan ja nicht. Gut, Factory wäre jetzt auch so gut wie fertig. Dann mache ich das. Dann war das gar nicht Heidelburg, wo ich mich verklickt habe. Huch. Dann muss da noch eine andere Stadt sein. Salzburg baut eine Modern Infantry. Dann wird es Salzburg gewesen sein, wenn ich jetzt wüsste, wo diese Stadt liegt. Salzburg liegt ja eigentlich in Österreich. Die Stadt habe ich auch nicht benannt. Aber aus irgendeinem Grund wurde die hier vom Computer als deutsche Stadt eingeordnet. Ja, Salzburg, Salzburg. Naja, meine Güte. Dann baue ich halt einen Panzer, würde ich sagen. Auch nicht so wild, besonders in Kriegszeiten. Und es ist natürlich sehr sinnvoll, die Schiffe hier aufzuwecken. Okay. Ja, und ich speichere und beende dieses Let's Play. Und ich danke euch dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und es wird jetzt im nächsten Let's Play garantiert spannend zu sehen, wie es weitergeht mit den Römern, die uns den Krieg erklärt haben, ob uns die Amerikaner in den Krieg noch mit einsteigen oder nicht. Das wird spannend. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.